Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, mal von einem gratis Steam-Spiel namens Anarchy Arcade oder Anarchy Arcade oder wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß es bei bestem Willen nicht. Jedenfalls ist es ein gratis Spiel, wo man seinen eigenen Arcade bauen kann. Und ja, ich benutze es eigentlich eher so, um eine Wohnung, Schrägstrich Arcade zu bauen. In einer Arcade würde wahrscheinlich keiner so am Tisch rumgammeln. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, in einem Arcade rum zu sein. Und ja, man kann halt einfach aus dem Workshop auch Dinge runterladen und die an die Wand hängen. Ich demonstriere es einfach mal. Zum Beispiel hier in dem Raum habe ich so ein Bett aus dem Workshop runtergeladen und zwei Bilder von der Internetseite runtergeladen. Und hier habe ich dann einfach eine Internetseite an die Wand gehängt. Wenn sie den mal laden würde. Da. Gut, hat jetzt den Pop-up-Link blockiert, aber. Naja, dann haben wir hier noch an der Wand auch sehr eine sinnvolle Internetseite. Das funktioniert auch einfach und man kann halt die Internetseite, die man will, einfach rauf machen. Auf so ein Flatscreen zum Beispiel und dann kann man den an der Wand machen und irgendwas spielen, während man schon in einem Spiel ist und. Das ist dann eine Spiel-Deception. Außer Happy Wheels, das habe ich gerade eben schon ausprobiert und das hat nicht funktioniert. So, also damit ich nochmal zeigen kann, dass man zum Beispiel einfach irgendwelche Webseiten einfügen kann oder so. So. Warum ist das jetzt? Na, jedenfalls, da habe ich jetzt zum Beispiel meinen Kanal in einem Spielautomaten, warum auch immer, sollte eigentlich ein Fernseher an der Wand sein, aber ich glaube, ich überprüfe das Spiel gleich mal auf Fehler. Jedenfalls, ja. Kann ich hier auch dann einfach auf Videos klicken, runterscrollen, dann könnte ich mir irgendeins von meinen Videos angucken. Und weil ich bin halt immer noch in-game. Und soweit ich weiß, sind diese Dinger auch online, also die Arcades, und man kann die sich angucken. Bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Und das Spiel ist auch relativ neu, glaube ich. Deswegen kennen das noch nicht so viele. Vermute ich. Ich habe leider aus dem Workshop irgendwas runtergeladen, glaube ich, dass es am Workshop liegt, dass die Spiele halt nur solche Bilder sind und nicht Automaten, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann habe ich noch Wolf aus dem Workshop und hier hängen zwei Bilder. Also da. Und man kann halt eigentlich alles bauen, was man will, solange es im Workshop ist oder eine Internetseite für gibt. Zum Beispiel hier ein Raum voller Duschen und einem Engineer-Poster an der Wand. Der hat eigentlich nicht so wirklich einen Sinn, dieser Raum. Und hier ist dann sozusagen der Arcade-Raum. Da habe ich verschiedene Spiele und aus irgendeinem Grund halt solche Flatscreen-Dinger an der Wand, die ich gar nicht haben möchte. Also die als Konsolen, aber. Naja. Ja. Also hier im Arcade habe ich so verschiedene Spiele, Smash Bros., Garry's Mod, das Spiel selber als Arcade-Ding. Das ist eine Arcadeception, PlanetSide 2. Also die e eigentlichen Spiele kann man nicht auf den Automaten spielen, das sind dann nur Verknüpfungen zur Steam-Shop-Seite. Wenn ja, dann wäre das Spiel aber, glaube ich, auch relativ speicherfressend. Wenn man es dann aus dem Internet runterladen könnte, alle Spiele, und das würde auch wegen Copyright nicht gehen, und ja. Wo wir stehen geblieben, Spiel selber, PlanetSide 2, Five Nights at Freddy's, Borderlands 2, Payday 2, Hotline Miami, Plague Inc., Jurassic World, The Lost World, Jurassic Park, okay, so geht's auch, und Half-Life 3 und Borderlands 2, Son of Cromax DLC und Dark Souls 2, Dark Souls Prepare to Die Edition, Ace of Spades, Bioshock Infinite, Dark Souls 2, Besiege, Bioshock 2 und Just Cause 2. Und man kann halt einfach so Props hinstellen. Gehe ich jetzt einfach auf. Ja, man kann sich aus dem Workshop auch 3DS-Spiele, DS, GBA, sowas runterladen. Und ja, ich zeige jetzt einfach mal, wie das mit den Props geht. Falls das jetzt mal funktioniert, Annie. Ja, gerade nichts, habe ich irgendwas. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? So, jetzt.
Da ist jetzt irgendwas drin. Okay. Gut, also bei Props dann kann ich einfach sagen, ich möchte einen Kaffeetisch hier hin haben. Dann kann ich den auch einfach dahin stellen oder an die Wand fliegen lassen oder an der Decke kleben. Dann mache ich den Tisch jetzt einfach mal hier an die Decke. So. Und das können andere Leute dann online sehen und das, ja. Glaube ich. Moment. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber da steht links an der Seite meistens eine Liste mit anderen Leuten, die das Spiel auch haben. Und ich glaube, das steht auch in der Steam-Beschreibung drin. Apropos, das Spiel ist gratis auf Steam und hat eine Empfehlung von mir. Ich werde vielleicht öfters was davon machen und zeigen, wie sich so meine Arcade-BZW-Wohnung so entwickelt hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video von irgendeinem Spiel. Tschüss.